Was geht ab, Freunde? Heute reacten wir nochmal zusammen auf einen neuen Track. Und zwar haben sich sehr viele Leute gewünscht, Freunde, dass ich mal auf Young Kaffer und Küçük Efendi reagiere. Und ich habe mir gedacht, Freunde, es bietet sich perfekt an. Die Jungs releasen eh irgendwie jede Woche einen neuen Track. Und diese Woche auch wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, Freunde, gibt's heute endlich mal die erste Reaction dazu. Wie gesagt, das haben sich echt sehr viele Leute immer wieder gewünscht. Und haben mir auch bei Instagram und so geschrieben und meinten, yo, kannst du nicht mal drauf reagieren? Deswegen habe ich mir gedacht, Freunde, passt das sehr, sehr gut. Und zwar Queen heißt der neue Track. Ich würde sagen, Freunde, wir starten hier um 2:30 nachts direkt rein in diese neue Reaction, Freunde. Es kamen schon einige Videos online und es kommen wahrscheinlich auch noch mehrere Videos online, wenn ihr das hier seht. Wenn ihr noch irgendwelche Lieder habt, die rauskamen, wozu ihr irgendwie eine Reaction sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, Freunde. Ganz wichtig, guckt aber bitte vorher auf dem Kanal vorbei, weil oftmals sind halt dazu auch die Videos schon online. Und dann schreiben die Leute, yo, reagier mal da drauf und da drauf. Und dabei sind die Videos alle schon online. So, Freunde, genug gelabert, starten wir rein. Let's go. Okay, mit dem Filter am Anfang klingt schon mal nice. Okay, nicer Anfang auf jeden Fall. Ich weiß nicht, an irgendwas erinnert mich die Melodie. Wenn ihr es vielleicht auch irgendwie wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, aber an irgendwas hat es mich jetzt erinnert. So. Ansonsten so erster Eindruck, was soll man großartig dazu sagen? Ich persönlich mag diese hohe Tonlage von denen, die halt haben. Das ist ein krasser Wiedererkennungswert so und wie soll man sagen, ist halt ein komplett eigener Style von denen. Es gibt wenig Leute, die sowas machen. Manchmal gibt es Leute, die sowas mal in die Richtung probieren oder mal vereinzelte Tracks in die Richtung machen. Zum Beispiel Trippy Boy bei Titanic. Aber an sich, ich finde das nice so. Es gibt auch viele Leute, die mögen diese hohe Tonlage halt gar nicht. Ich persönlich finde die aber eigentlich nice. Nice auch, dieser so DJ-Übergang klang nice und jetzt hier auch der Übergang generell ist nice. Und meine Razer-Tastatur passt sie sogar den Farben im Bild gerade an. Hat die zwar vorher noch nie gemacht, aber jetzt auf einmal schon. Okay. Okay, das ist nice. Fendi One is fly as fuck. Irgendwas hat er da gerappt. Und die Leute, also diese ganze Crowd so, bricht irgendwie plötzlich weg. Und ja, die schweben plötzlich. Aber ist eine nice Idee. Generell, ich finde, wie die Bühne und so da aussieht, ist auf jeden Fall sehr nice. Mit den ganzen Lichtern und so. Sehr nice. Also generell so als Video und so. Viel geiler als irgendwie so ein langweiliges Cover oder so. Finde ich nice. Geil, wie auch so ein Flugzeug vorbeikommt. Also wie gesagt, ich persönlich mag dieses hohe einfach. Also das erste Lied, was ich von denen gehört hatte, war damals Diamonds gewesen und ich fand das da schon wirklich mega geil. Ja, habe ich auch schon relativ oft gestreamt und so. Wie gesagt, gibt Leute, die mögen das halt einfach nicht. Kann ich auch verstehen, wenn das, wenn Leute sagen, so ist zu hoch so. Kann ich verstehen, wie gesagt, also ich persönlich habe da nichts dagegen so. Ich bin eigentlich generell, was so Musik und so angeht, immer relativ offen. Danke für die Steam-Werbung. Das muss jetzt sein. Ne, wie gesagt, also ich bin da generell immer eigentlich offen für alles so und ja, mich stört sowas nicht. Ich find's nice. So an sich die Melodie und so, der generell der Vibe von dem Track auf jeden Fall geil. Okay, und sie sind auf jeden Fall, gerade waren sie noch auf der Höhe so von Flugzeugen und jetzt sind sie schon oben im Weltraum. Geil. Also sowas feiere ich zum Beispiel auch. Also macht auf jeden Fall auch Sinn, dass sie... Und der Mond auch am Start.
Okay, auch geil, der. Ich weiß nicht, was das genau im Hintergrund war. Ist so ein bisschen zwischen den Kopfhörern rumgewechselt. Also halt, auf welchen man es gehört hat. Okay, Freunde, das ist übrigens das Thumbnail, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Freunde, so viel dazu, das war der Track, also wie gesagt, ich fand ihn eigentlich ziemlich nice. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir häufiger auf die Jungs reagieren sollen, oder ich besser gesagt, auf die häufiger reagieren soll. Von mir aus können wir es gerne machen, Freunde, ich denke, die releasen auch so gut wie jede Woche was, deswegen können wir das gerne immer abchecken und im Auge behalten, Freunde. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen, lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video in alter Frische, Freunde, bis dahin.